Moin ihr Filmjunkies, von der Nacht, von den 4.3. auf den 5.3.2018 fanden die 90. Academy Awards, nämlich die Oscars, statt in L.A. Und diese wurde begleitet von Jimmy Kimmel, ist zwar ein Entertainer, der es ja schon das letztes Jahr gemacht hatte, jetzt hat er es nochmal gemacht und er hat das eigentlich ganz gut und solide gemacht. Sonst kann man sagen von der Veranstaltung, es ist eine doch durchwachsene, solide Show gewesen mit einigen Lachern. Sah aber nicht so viel Debatte um dieses Hashtag MeToo, aber es war wirklich, wie man sagte, doch so ein bisschen mehr in die Richtung, wir Immigranten zeigen euch das mal ein bisschen in der Art. Also die haben schon ihre Witze gemacht und das war auf jeden Fall auch manchmal nicht langweilig, aber jeder hat natürlich gekämpft um die kürzeste, langweiligste oder beste Rede, die man machen konnte, wenn man was gewonnen hatte. Und wer die kürzeste Rede gemacht hatte, hat Jimmy Kimmel sogar einen Jetski spendiert. Ja, aber das Beste, was ich eigentlich gesehen hatte in der kurzen Pause, also die Show wurde ja unterbrochen von ProSieben mit 1000 irgendwelchen Werbeunterbrechungen, was ich sehr zum Kotzen fand eigentlich. Aber ansonsten konnte man sich das eigentlich angucken, diese 4,5-stündige Show. Also die Oscars, ne? Das Beste fand ich eigentlich so, dass Jimmy Kimmel stumpf einfach mal in anderen paar einigen Stars ist einfach rübergegangen, in ein anderes Kino. Da haben die nämlich die Zuschauer ein bisschen zugeguckt. Und dann hat er die nämlich überrascht. Und es gab dann aus irgendwelchen Hotdog-Kanonen, gab es dann irgendwelche Süßigkeiten und was weiß ich, was das alles da war. Das konnte man ein bisschen schwer erkennen, weil die waren nur alle am Jubeln, was richtig geil war. Ich bin doch auch aus dem Häuschen gewesen. Und man muss sagen einfach, das war, fand ich schon sehr geil. Und einer musste sogar eine Rede machen zu irgendeiner Kategorie. Das hat auch gut gemeistert. Die End the Oscars goes to... Ich erzähle euch nämlich jetzt die ganzen Gewinner, wer diesen Abend halt gewonnen hat. Fangen wir an mit dem besten männlichen Nebendarsteller. Das wurde nämlich Sam Rockwell für seine Schauspielanlage in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, er hat das auf jeden Fall geschafft. Vor Woody Harrelson und sogar Willem Dafoe, der hat ja eigentlich schon sehr überzeugt in The Florida Project. Aber ich muss sagen, Woody Harrelson hätte sich auch verdient gehabt, aber Sam Rockwell hat wohl sehr gut geschauspielert. Und ich muss mir den Film auch nochmal angucken, aber er hat das dann halt bekommen und hat sich natürlich auch gefreut. Und ich fand seine Rede auch eigentlich ganz gut. Wenn man natürlich auch den besten Nebendarsteller hat, hat man natürlich dann auch eine beste Nebendarstellerin. Und das wurde nämlich Allison Janney. Allison Janney habe ich gesehen im I, Tonya. Und sie verkörperte die Mutter von Tonya Harding echt super gut, schrullig, dramatisch. Also die hat diese Rolle sowas ausgefüllt, so auch mit viel Gag und Witz, dass es einfach auch verdient. Also absolut verdient hat sie diesen Oscar gewonnen. Und dann kommt die nächste Kategorie, das ist nämlich Bestes Make-up und plus Frisuren. Da waren aber zwei nominiert gewesen, einmal Die Schöne und das Biest und einmal Die dunkelste Stunde. Und wer hat natürlich gewonnen? Die dunkelste Stunde. Also was sie da mit dem Make-up gemacht haben, war schon echt gut. Gary Oldman konnte man eigentlich gar nicht mehr erkennen und das haben sie auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Bestes Kostümdesign wurde halt Phantom Thread. Phantom Thread ist einfach der seidene Faden. Und das wurde umgesetzt von Mark Bridges. Mark Bridges hat soweit, ja gut, ich meine, den Film werde ich wahrscheinlich nicht angucken, das ist nicht so mein Fall. Aber das, was ich da so gesehen hatte, war auch nicht schlecht. Beim besten Dokumentarfilm fand ich die Rede eigentlich sehr gut und es hat ja gewonnen Icarus. Als bester Dokumentarfilm hat Icarus abgesahnt und er wurde zum ersten Mal nominiert und hat dann auch den Läufer gesagt abgesahnt. Brian Vogel und Dan Cogan haben diesen Film umgesetzt und haben sich natürlich auch sehr gefreut. Man hat diese Emotionen gesehen bei den beiden. Bei manchen denkt man ja auch mal, freuen die sich gar nicht, aber die haben sich mega gefreut. Die nächste Kategorie freut mich richtig und ich fand es auch richtig mega verdient und das ist einfach der beste Tonschnitt. Und der beste Ton. Und gewonnen hat Dunkirk. Und ihr wisst ja, meine Review, das könnt ihr nochmal hier sehen, ich habe den Film ja so hoch gelobt, er hat ja von mir eine 10 von 10 gegeben. Und ich fand auch den Sound einfach nur Bombe, geil. Und ich fand, dass da konnte eigentlich jetzt kein anderer vielleicht mithalten. Klar, gab es so eine starke Konkurrenz und so weiter. Ich glaube, Blade Runner 2049 war ja auch drin. Und auf jeden Fall, ich glaube, Star Wars. Aber Star Wars war nicht so stark wie Dunkirk. Bestes Szenenbild waren ja auch einige Kracher drin gewesen. Ich glaube, auch Blade Runner und Shape of Water war ja mit dabei gewesen. Und auf jeden Fall Dunkirk. Und was ist natürlich geworden? Shape of Water. Ich meine, diese Szenenbilder, die sie da gemacht haben, die waren schon nicht schlecht. Muss man ganz ehrlich sagen, fand ich echt sehr gut. Also kann man sich mal so auf die Zunge zergehen lassen. So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist nämlich einmal der beste fremdsprachige Film. Leider kein Deutscher bei gewesen. Aber es wurde halt eine fantastische Frau. A Fantastic Woman aus Chile. Und ja, also ich fand das alles nicht so berauschend. Ganz ehrlich, wenn ich da... Das ist auch mal Geschmackssache. Der russische Film, das sah alles so typisch Klischee aus. Naja, man kann das nicht alles immer verstehen, was die Oscars da bieten. Dann wurde halt die nächste Kategorie von einem angepriesen. Das ist nämlich Mark Hamill. Bekannt als natürlich
Luke Skywalker. Er moderierte das an und hat dann diesen Siegel dann halt genommen, also diese Karte genommen und hat nur gesagt, don't La La Land, don't La La Land. Also bitte nicht La La Land, nein, bloß nicht La La Land. Aber ich musste mich so wegschmeißen, das fand ich so mega lustig. Er hat nämlich den besten Animationskurzfilm angedeutet. Und der Oscar geht nämlich an Basketballlegende Kobe Bryant und Len Keane. Die beiden, also ja, das immer, kann man auch mal sagen, der erste Basketballer, der mal einen Oscar gewonnen hat, ich wollte gerade einen Orden sagen, der einen Oscar gewonnen hat, auf jeden Fall fand ich soweit, sah der nicht schlecht aus, der Kurzfilm. Jetzt kommen wir nämlich zum besten Animationsfilm und der beste Animationsfilm hat Coco bekommen. Wo ich sagen muss, Ferdinand, ja, das wäre schon auch verdient gewesen, der war auch gut animiert, aber Coco hat so diese leuchtstarkenden Farben und ich glaube auch so, dass er eine gute Story hat. Den werde ich mir Ende des Monats reinziehen, dann werde ich ihn rezensieren. Aber was ich da so gesehen hatte, auch dieser Trailer oder keine Ahnung, das war schon nicht schlecht. Und Ferdinand war halt eine süße, gute Story und war auch von Animationssachen nicht schlecht, aber ich glaube, Coco hat da auch verdient gewonnen. Dann kamen die besten Visual Effects und ich muss sagen, die Visual Effekte, klar, das war es wird ja immer mehr und es waren ja auch welche nominiert gewesen wie Planet der Affen, auf jeden Fall Blade Runner, Star Wars und ich fand das so ein bisschen so, ich habe das nicht so richtig verstanden. Ah, ich meine, Guardians of the Galaxy war auch noch dabei, ah, Blade Runner hat gewonnen. Die Visual Effects, okay, konnte ich ja nicht beurteilen, weil ich noch nicht gesehen habe, aber das sah nicht schlecht aus, aber ich glaube, Planet der Affen hat es mehr verdient gehabt. Die nächste Kategorie ist auf jeden Fall bester Schnitt und da war ich auch sehr überrascht gewesen, aber es hat Dunkirk geschafft mit von Lee Smith. Ich finde eigentlich so, der Schnitt macht auch sehr vieles aus mit diesen Flashbacks und so weiter und ich fand eigentlich auch so, wenn man das alles so ein bisschen durchdacht hat, war schon sehr verdient gewesen und ja, Dunkirk hat dann so gesehen den dritten Oscar gewonnen. Bester Dokumentar-Kurzfilm wurde von Frank Stiefel einmal der Film mit dem komischen Namen Heaven is a Traffic Jam on 4005. Ja, weiß auch nicht, was man jetzt davon halten soll. Kann man sich aber mal angucken. Bestes adaptiertes Drehbuch wurde Call Me By Your Name. Call Me By Your Name wurde von James Avery umgesetzt. Ja, der Film ist so eher, glaube ich, so ein Coming-Age-Ding mit irgendwie Homosexualität. Ich glaube nicht, dass das mir so mein Ding wäre. Ich meine, ich habe nichts gegen das Thema, aber ich glaube, ich mochte auch zum Beispiel Brokeback Mountain nicht so gerne. Ist halt Geschmackssache, aber auf jeden Fall Call Me By Your Name hat das gewonnen. Bestes Originaldrehbuch war ich sehr überrascht gewesen, fand es auch eigentlich nicht in Ordnung, dass er gewonnen hat. Ich meine, das war schon von der Idee nicht schlecht. Es ist nämlich Get Out von Jordan Peele. Ich meine, ich gönne ihn das. Es war sein zweiter großer Film. Und ich muss aber sagen, da waren andere besser dran gewesen. Dann hätte es auch nicht mehr verdient gehabt. Aber egal, Get Out hat gewonnen. Und Glückwunsch. Ja, die beste Kamera hat Blade Runner gewonnen mit 2049. Und ja, also ich finde, das ist auch schon verdient. Also teilweise waren natürlich auch wieder gute Filme nominiert gewesen. Aber was sie da so gezeigt haben im Trailer und so weiter, das war schon nicht schlecht. Also das war nämlich gemacht von Roger Deakins. Das war seine 14. Nominierung und er hat es dann geschafft, endlich einen Oscar zu bekommen. Beste Filmmusik wurde Shape of Water von Alexander Desplat. Und der hat sich auch mega gefreut, das hat man noch gemerkt. Ja, so wie den anderen, ja, also das beste Filmmusik ist eigentlich immer so ein Ding. Aber das war auch, da waren auch natürlich auch so Dunkirk von Hans Zimmer noch nominiert gewesen und Star Wars. Ich fand eigentlich so Dunkirk hätte es da auch noch ein bisschen verdient gehabt. Bester Filmsong wurde Remember Me von Coco. Wobei ich sagen muss, This Is Me, das war von The Greatest Showman. Fand ich eigentlich sogar einen Ticken besser und hätte es eigentlich auch mehr verdient gehabt. Und dann kam die beste Regie. Natürlich, jetzt kommen die Knüller-Kategorien. Und die beste Regie fand ich eigentlich auf jeden Fall sehr verdient. Und es ist einer meiner Lieblingsregisseure. Es ist nämlich Guillermo del Toro. Er hat mit Shape of Water schon so ein bisschen skurriles Ding da geschaffen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber er hat natürlich auch davor schon ganz geile Sachen gemacht. The Strain als Serie. Dann hat er ja natürlich hier Pan's Labyrinth gemacht, Hellboy. Also was soll man einfach mehr sagen? Das ist ein geiler Regisseur und er hat auch schöne Reden da gehalten. Natürlich als Immigrant dann hergekommen und hat diesen Traum gelebt und das will er auch jedem sagen und das ist auf jeden Fall
doch schon durchaus verdient. Wobei ich auch sagen muss, natürlich hätte ich gerne Christopher Nolan auch gern gesehen für Dunkirk, aber naja, man kann nicht alles haben. Dann kommt natürlich bester Hauptdarsteller, das hat mich auch mega gefreut, dass er gewonnen hat, nämlich Gary Oldman für Die dunkelste Stirne. Fand ich auf jeden Fall sehr gerecht und die anderen hätte ich das jetzt, ja natürlich, jetzt jedem gegönnt, aber ich fand, er hat das auf jeden Fall, das ist ein geiler Schauspiel und er hat das mega verdient gehabt, da einfach zu gewinnen. Und dann natürlich die beste Hauptdarstellerin wurde Frances McDormand, wurde nämlich für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ja, also was ich da auch so gesehen hatte, ja, ich muss mir den auch noch angucken, der soll ja so mega geil sein. Ich habe einige Filme geguckt, aber man kann nicht alles gucken kurz vorher. Aber auf jeden Fall, den werde ich mir nochmal reinziehen. Und Frances McDormand war auf jeden Fall sehr nervös und aufgedreht gewesen. Es war ihr zweiter Oscar und wie gesagt, fand ich das auch schon irgendwie ein bisschen niedlich. Natürlich kommt dann die wichtigste Nominierung und das ist natürlich für die beste Kategorie überhaupt, ist der beste Film. Es wurden natürlich dann Three Billboards, natürlich Dunkirk, Shape of Water, die Verlegerin, die wurden alle eigentlich nominiert, unter anderem, und das wurde nachher natürlich Shape of Water. Wobei ich gedacht hätte, bei anderen hätten es auch verdient gehabt, aber Shape of Water ist halt so ein Mischmasch-Ding, wo man sagen müsste, einige mögen das halt nicht. Guillermo del Toro war wieder auch fassungslos, also manche lagen sich in den Arm und das war auf jeden Fall schon durchaus eine sehr gute Veranstaltung bis hin zu durchwachsen. Ich weiß auch nicht, man kann das irgendwie schwer schätzen. Die Academy Awards werden ja mal so ein bisschen natürlich dahingezogen und ich muss sagen, es war eine gute Veranstaltung mit ein bisschen Glamour und sehr viel Witz dabei. Fazit ist halt, was ich gut fand, dass nicht irgendeiner jetzt da seine 13 Nominierungen und 13 Oscars gemacht hat wie Shape of Water. Es war halt alles gemischt gewesen, das fand ich sehr gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen war ich auch auf jeden Fall begeistert, dass sie gewonnen haben. Bei manchen habe ich das nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Und einen Tag vorher waren auf jeden Fall noch die Goldenen Himbeere gewesen. Ja, das ist natürlich der Anti-Oscar-Preis. Das ist nämlich der Abräumer des Abends, The Emoji-Movie gewesen. Den habe ich mir noch einen Tag vorher angeguckt und muss sagen, ja, man kann man sich angucken. Ist halt echt man schießt sich eigentlich den Kopf und guckt sich den an. Es ist eher ja ein Schleichfilm überhaupt über irgendwelche Werbung. Und es ist so, ja, weiß ich auch nicht. Ist okay, man kann sich den angucken, aber dann reicht es auch mal wieder. Er hat auf jeden Fall, glaube ich, den schlechtesten Film gewonnen und schlechtestes Drehbuch und schlechte Animation. Ja, keine Ahnung. Ja, Leute, das war auf jeden Fall ein Oscar-Special gewesen. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich möchte mal wieder in diese Richtung ein bisschen News gehen. Ich habe ein bisschen natürlich in diesem ganzen Jahr ja auch schon ein bisschen geübt, dann auf jeden Fall wieder sowas umzusetzen. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst ein Abo da, lasst gerne ein Like da und teilt gerne das Video und ich würde mich natürlich freuen darüber. Und dann würde ich sagen, Leute, ne, bis dann und ciao und bam!